luschenreich. Ein Ort der Freude und der Liebe. Nichts, so sagen die Legenden, hat jemals die Ruhe von Luschenreich gestört. Sollte dies endlich einmal passieren, dann ist es mehr als überfällig und die Bewohner verdienen es wie niemand sonst. Und damit Servus und herzlich willkommen zur 18. Episode von Dungeon Keeper. Heute haben wir also das unendlich lange Luschenreich vor uns. Das wird jetzt ein sehr langes Level, sage ich euch gleich. Hier haben wir also relativ viel vor uns. Wir müssen mal die Höhe. Ups. Auch hier gilt wieder die alte goldene Regel: Igel dich erstmal ein. Dann hast du auch Spaß. Komm. Machen wir ja sofort. Bleib mal ganz locker. So. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ich finde es schön, dass wir hier mal Tentakel haben. Die habe ich eigentlich recht gern. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Die machen durchaus Freude. Hier mal möglichst rasch wieder Mauern produzieren. Wenn wir das dann haben, dann können wir in aller Seelenruhe uns hier durchforschen. Ja, ist blöd. Schlecht zum Absichern. Wir müssen einfach gucken, wie es geht. Ihr müsst eine Schatzkammer bauen, um Gold zu lagern. Ja, entspann dich. Jetzt brauche ich erstmal Hühnerfarm. So, die restlichen Räume, das machen wir dann schon noch. Jetzt ist erstmal das Zentrale, dass wir die Mauerwerke hier zumachen. Der braucht es da gerade gar nicht, oder? Nee.
Auch schon mal arbeitsamer erlebt, mein Freund. Hier, Mann festmachen. Danke. Ein bisschen zu viele unterwegs gerade. Wenn ich den hier noch zumache, kannst du den Rest eigentlich hier unten sogar sparen, weil, also sofern die hier nicht durch die eigenen Mauern durchgraben, weiß ich nicht, ob das passiert. Dafür ist es insgesamt dann doch ein bisschen zu lange her. So, aber hier unten der Raum ist schon mal gesichert. Gut, da ist eigentlich zu. Das heißt, hier müssen wir jetzt hin. Weil sobald wir das jetzt haben, können wir dann hier unten in Ruhe unseren Dungeon ausbauen, weil wir haben auf jeden Fall hier alles gesichert, bis auf diesen Goldklotz da hinten. Da müssen wir dann ein bisschen aufpassen. Können wir den da sogar noch sicherstellen? Prima. Damit ist eigentlich erstmal alles soweit abgesichert. Nochmal kurz kontrollieren, nicht, dass ich irgendwo einen Falt übersehen habe. Naja, hier unten
Naja, das ist ja mit Felsen hier. Da kann eigentlich nichts passieren. Okay. Ja, damit können wir jetzt losziehen. Vergrößern gleich mal hier die Räume. Setzen wir da dann lieber Baracke und Wachposten ein, würde ich vorschlagen. Dann setzen wir hier oben vielleicht mal die Schatzkammer hin. Ich überlege gerade. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nicht so gerne. Zwei, drei, vier, fünf. Passt hier hin. Perfekt. Dann können wir nämlich hier die Bibliothek hinsetzen. Dann haben die da gleich eine eigene Hühnerfarm. So. Musik ein bisschen leiser drehen, das ist ja brachial. Ihr habt die hier im Kopfhörer drin, ja, und das hörst du halt schon. Hier da daneben noch Platz für Tempel. Köderraum braucht es eigentlich nicht zwingend. Also ist Ködern immer so teuer. In dem Level ist eines mal wieder typisch für Dungeon Keeper, wenn es spaßig sein soll, dann ist das Gold immer knapp. Nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. So.
Schmeiß mir hier die Mauer noch weg. Das euch nicht leisten, hält bloß die zu trainieren. Imps auf. Es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Okay, damit hätten wir auch die Bibliothek geschafft. Lediglich diese Wand hier, die macht mich ein bisschen nervös. Ansonsten, glaube ich, haben wir keinen Stress. Leider auch kein Juwel dabei, deswegen, also das Level ist tatsächlich ziemlich, also man knapst hier permanent an extremer Goldknappheit. Ein Eingang wurde erobert. So, jetzt müssen wir dann noch ein paar Verstecke bauen. Sich nämlich ansonsten überhaupt nicht vertragen werden. Irgendwie haben wir da einen Riesen gewonnen. Das ist irgendwie zwar ganz nett, aber ich stelle mir so ein bisschen die Sinnfrage. Naja, was soll's. Da kommen nämlich die ersten Heldenpatrouillen. Muss ich jetzt dann erstmal zur Forschung einsetzen. Elfchen jetzt aber mal ein bisschen auf die Sprünge, weil bis der da hinkommt. Runde.
Dank der vielen Imps ist es natürlich durchaus zu lösen, dass man also hier auch in endlicher Zeit halbwegs zu Gold kommt. Oh, die Teufler sollen mal hübsch trainieren. Das werden wir dann schon brauchen. Ich glaube, an Kreaturen wird es uns diesmal nicht mangeln. Das hätte man also nicht so genau, wie mächtig die Kreaturen sind, die jetzt da drin stecken in diesen Patrouillen. Das könnten halt ganz harmlos Level 3 Dunkelzwerge und ein paar Anhängsel sein. Das könnte aber halt auch was richtig Fieses sein. Deswegen warten wir das jetzt mal ganz geduldig ab. Zwischenzeit lassen wir die da einfach mal vor sich hin wandern. Bauen wir nach und nach die Räume hier auf. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Rückbauzauber zum Beispiel haben wir gar nicht. Ja, überhaupt relativ wenig Zauber, wie ich hier gerade sehe. Ein Heilungszauber wenigstens. Gehorsam haben wir auch nicht. Braucht man nicht zwingend, aber ist halt auffällig. Na, worauf wir jetzt schon mal einstellen können oder worauf ich euch jetzt schon mal einstimmen möchte, ist das gesamte... Der gesamte obere Bereich hier, das alles, ist alles die Heldenfestung. Das ist ein Riesentrum, das wir so nach und nach dann erobern müssen. Das kriegen wir auch nicht so ad hoc hin, wenn es dann mal losgeht. Jetzt sind wir im Moment erstmal noch in der Vorbereitungsphase sozusagen. Schön ist, die Skelette sind jetzt dann bald schon relativ dick. Ja genau, diesen Goldklotz, den muss man halt dann immer auslassen. Aber ich glaube, der wäre sowieso offen gewesen hier. Können wir mal auf der Seite schnell schauen. Ja genau, das ist nämlich eh offen. Das heißt, an der Stelle ist es ohnehin sehr gefährlich. Muss man halt aufpassen. Also auf den einen Goldklotz mehr oder weniger kommt es in Wirklichkeit nicht zusammen. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Das hatte ich befürchtet.
hier gleich noch eine Hühnerfarm einrichten, ganz ehrlich. Die werden, gerade die Teufel haben schrecklich Hunger immer, wenn sie trainieren müssen. Ein bisschen aufpassen, dass auch genug Gold für den Zahltag übrig bleibt. Ein neuer Raum wurde erforscht. Ja, Handwerkskammer wollte ich eigentlich keine bauen, wie üblich. Mächtige Drachen mit so einer Dauerstichflamme, das macht natürlich dann schon richtig Spaß. Seht ihr dann in den Extra-Levels. Reserven neigen sich dem Ende zu. Zahltag. Oh, na toll. 4000. Wie üblich wird es mal wieder ein bisschen knapp beim Zahltag. Dafür haben wir jetzt das Gold da unten dann gleich abgebaut. Das war mir jetzt eigentlich das wichtigste Bedürfnis. Dass das ein bisschen schneller geht. Zucken irgendwie alle so ein bisschen komisch. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ja, das mit dem Versteck mache ich gleich noch. Dazu soll der hier ein bisschen. Ein neuer Spruch.
sollen die sich mal hier ausbreiten. Mal die Teufler da unten. Können wir eigentlich auch noch den Riesen dazustellen. Genau, und Tentakelspinnen und Skelette lassen wir mal noch da oben. Ist natürlich dahingehend von Nachteil, weil halt da alle durchlatschen. Das heißt, auch die Teufler auf dem Weg in, na, auf dem Weg zum Trainingsraum eben nicht. Von daher, vielleicht geht's ja gut. So, sehr gut. Das wäre abgebaut. Dann machen wir gleich hier weiter. Zum Einrichten. So, Gurt ist gegangen. Dann lassen wir jetzt vielleicht mal die anderen Kreaturen sich hochtrainieren und dann machen wir hinterher die Drachen und Zauberer. Die brauchen zwar ein bisschen länger zum Trainieren und Fernkämpfer wären eigentlich nicht ganz unpraktisch. Aber dann, wenn bis dahin dann die Skelette und Co. schon erledigt sind, dann können die ja notfalls auch in die Bibliothek gehen. Wenn die jetzt auch schon gesehen haben, würde ich die in die Bibliothek setzen. Keine Ahnung, ob die da gut sind. Vielleicht dauert es halt dann ein bisschen länger, aber ein neuer Raum wurde erforscht. Die wichtigsten Sachen haben wir eigentlich jetzt schon fast. Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ach doch, da kommt gleich schon wieder was. Ihr habt nicht genügend Gold. Sich dem Ende zu. So, natürlich ist die Bibliothek zu klein. Das ist bei der Riesenmasse an Figuren, die da drin forschen will, ist das natürlich immer schwierig. So, jetzt wird's spannend. Ja, die kommen hier rein. Euer Gegner ist durch. Gerade noch rechtzeitig, also. Eure Untergebenen fragen den Sieg davon. Wow.
Noch. Genau, was wird denn da so? Wir brauchen ein größeres Versteck. Nettes Gefängnis. Bisschen ineffizient, aber lustig der Raum. Ja, ich glaube nicht, dass der das hinbringt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen dem Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen dem Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Tragen den Sieg davon. Ich kann bloß hoffen, dass die bald verhungern da. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen. Ein mächtiger Gegner.
Gefangener schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein Gefangener schied dahin und ist als Skelett wieder aufgestanden. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ehrlich gesagt auch die Leichen, sofern noch welche da sind, mitnehmen. Das vielleicht aber auch gar nicht. Bin hier noch in Beschätzung, ja, da liegt noch einer. Okay, zwei Patrouillen haben wir noch vor uns. Schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Tja, Pech gehabt. So läuft's halt manchmal, ne? Das habe ich jetzt verloren, zwei Stück. Ein Gefangener schied dahin und ist als Skelett wieder aufgestanden. Ja. Ein Gefangener schied dahin und ist als Skelett wieder aufgestanden. Peppeln wir die zweimal ein bisschen auf. Die hätte ich nämlich gerne übernommen. Der Rest ist mir tatsächlich egal. Noch größer. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgefordert. Eure Kreaturen unterliegen. Das gibt's doch nicht. Wo streiten die sich denn da permanent? Wir haben ein Problem. Ein größeres Versteck. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu.
Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Oh Mann. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Haben wir ihn wieder. Ach du Schande! Wir brauchen ein größeres Versteck. Was ist das denn? Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Hör auf. Verzieh dich da. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Wahnsinn. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Zahltag. Na toll. Ein Folterkampf. Verdammt. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Okay, die machen da oben gerade einfach eine Tür nach der anderen auf. Und ich fürchte, wir haben jetzt ziemlich viele Helden unterwegs. Schaut euch das an. Haha, Wahnsinn. Wir brauchen ein größeres Versteck. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. So, sind jetzt wenigstens die Zauberer auch da. Es gibt nichts mehr zu forschen. Noch besser. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. So, jetzt nehme ich einfach mal die Teufel ins Clipboard quasi. Schaut euch das an. Und die kommen jetzt natürlich als ein gigantomanischer Bulk. Die Ebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlt. Das wird ein harter Kampf. Das wird echt eine harte Nuss. Gesagt, ich stelle das jetzt auf Abmurksen um. Ich lieber 10.000 Vampire, als mich jetzt mit den ganzen Skeletten da rumzuärgern. Andererseits werden viele Verluste erleiden. Thank you.
schauen wir doch mal, was wir hier auch an Gold zusammengekriegt haben. Lohnt sich ja häufig auch. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Anzugucken. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Euer Friedhof ist nicht groß genug. Wäre schadlos an uns vorbeigegangen. Ein bisschen Glück ist es halbwegs gut gegangen. Die Skelette werden jetzt natürlich auch immer mächtiger. Es sind immer noch gigantische Trupps unterwegs. Das ist der Hammer. Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Beim Vampir müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Das heißt, der Versuch, die zum Trainieren zu schicken, wird dann dementsprechend, wie ich mal annehme, scheitern. Schauen wir uns das hier drüben doch mal an. Suchen wir uns ein paar faule Skelette. Achtung, der Ritter kommt. Schande. Eure dunklen Tage sind gezählt, Bösewicht. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ein bisschen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Okay. Wo sind sie denn? Da sind sie. Unterliegen im Kampf.
Okay, da sind dann jede Menge Feen noch drin, jede Menge anderer Kreaturen. Ach du Schande. Okay. Samurais. Na, bis wir dahin kommen, das zieht sich. Fürchte ich. Ja, das finde ich ganz toll, dass du jetzt überall die Türen aufmachst, du dämliche Nuss. Ich kann die halt leider gerade nicht irgendwie beschäftigen. Nettes. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Herrgott, nochmal. Und nerv mich nicht weiter. Ja, den Eingang komme ich gar nicht dran, aber das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Da ist die Tatsache, dass jetzt, ich sag jetzt, das Gold alle ist. Also ich kann jetzt den hier noch abbauen. Ich könnte mir jetzt den Spaß machen und den hier noch ab, die hier noch abbauen. Aber dann ist halt Ende Gelände. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Vermögen. Kreaturen unterliegen im Kampf. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ach,
Feen helfen. Ja, Teufler würden helfen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ein Gefangener schießt dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Der Gefangene schießt dahin und ist als Skelett wieder aufgestanden. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein Gefangener schießt dahin und ist als Skelett wieder aufgestanden. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ein Gefangener schießt dahin und ist als Skelett wieder aufgestanden. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Kreaturen unterliegen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Alter! Eure Untergebenen tragen den Sieg davon.
Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ich habe kein Imp mehr und ich habe kein Gold mehr. Unterliegen im Kampf. Na super. Eure Kreaturen werden angegriffen. Okay, erster Punkt. Unbedingt abmurksen. Zweitens. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Irgendwie stimmt hier die Anzeige mit den Kreaturen nicht mehr so recht. Wieder aufgestanden. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Also, dass sich die Skelette und Teufler gegenseitig ausradieren, das ist irgendwie etwas lästig. Den Sieg davon. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Erzatlen. Könntet ihr es bitte Kreaturen lassen? Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Wo kommen die Fäden gerade rein? Ach, hey. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Wahltag. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, das ist jetzt schlecht mit dem Zahltag. War überaus schlecht. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Wieso nehmt ihr die nicht? Okay. Das ist natürlich auch eine Lösung. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ein Gefangener schlief dahin und ist als Skelett wieder Thank you.
vergangener Schild dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Ein gefangener Schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Naja, gut, dann beforschen sie jetzt gleich mal da dieses fröhliche Gebiet. Jetzt müssen wir allerdings nur schauen, dass wir möglichst schnell hier die Feen noch einsacken. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ich habe keine Ahnung, ob die sich heilen können, aber ich habe jedenfalls keine Lust, dass sie es tun. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Haben wir erstmal noch eine Indie-Falle dazu gewonnen, das ist auch schon mal eine schöne Sache. Stark, das ist der Vorteil. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Gleich nachher hat man Opfer. Schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Weil eigentlich braucht man die nicht. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Kein Abfall, dass wir das können. Kämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen werden angegriffen. Was lauert denn hier? Okay. Jede Menge Barbaren. Die lassen wir vielleicht einfach mal in Ruhe, Leute. Ehrlich, es gibt so viel. Ja, schau dir das an, das kann man brauchen hier. Gold ohne Ende. Ein gefangener Schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ein gefangener Schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ein gefangener Schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ja, dann müssen wir halt auf die Teufel einfach verzichten und stattdessen mit sehr vielen. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. So. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ein gefangener Schied dahin und ist als Skelett wieder aufgestanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Oh yeah.
Statue und brauchen ein größeres Versteck. Kannst halt hier dich hinlegen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Das hat sich gerade erledigt. Kernproblem ist, ich habe nicht mehr so viel Platz im Gefängnis. Also nicht mehr so unendlich viel jedenfalls. Da ist jetzt viel Zeug dabei, was ich eigentlich gar nicht will, aber halt dummerweise habe. Sich dem Ende zu. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ein Gefangener schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen kämpfen sich gegenseitig. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Zahltag. Ja. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Ein Folteropfer kehrte als Geist zurück. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Ich weiß. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Ein Folteropfer kehrte als Geist zurück. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Kreaturen.
Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. So. Jetzt ist es ja nun mal so. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlt. Die nicht tun. Ja. Alles andere wäre ja irgendwie sinnvoll, nicht wahr? Wenn du dranbleiben, wo du bist. Ja. Ja. Okay. Ja. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Tisch. Eure Kreaturen werden angegriffen. So, war gar nicht gemeint. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Naja, das war schon wieder ein Imp. So, da kommen sie. So, dann sollen erst einmal die hier ein bisschen Spaß haben. Überflüssige Kreaturen. Stürzen sich auf den Gegner. Die sind schwer zu schlagen. Mächtige Kreaturen. Möchte ich aber bitte gerne haben. Für euch zu arbeiten. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Ach, schon der Fall. Was ist das denn? Wir unterliegen im Kampf. Für euch zu arbeiten. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf.
Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Untergebenen tragen den Siegtreffer. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ja, ich weiß. Ich bin zu arm und überhaupt und irgendwie. So, da würde ich ungern aufmachen. Aber hier hinten hätte ich ganz gerne einmal diese Königreich-Offenbaren-Nummer, weil dann war zumindest diesbezüglich mal Ruhe. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Welchen Teil von Plastere des Ufer hast du jetzt nicht verstanden? Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ich weiß, dass sie ein größeres Versteck brauchen. Ich weiß bloß nicht so richtig, was ich dagegen machen soll. Ein Gefangener schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. So, jetzt wissen wir auch hier, was Sache ist. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Das ist gut so. Denen kann ja eigentlich da drin nichts passieren. Kreatur wiederbeleben, da haben wir einen Level steigern extra, sehr cool. Da haben wir einen Rückbau, den kann man dann durchaus auch mal brauchen, den Zauber. Da ist ein neutraler Drache drin. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Schon mal ein Stückchen weitergebracht, nicht wirklich viel, aber immerhin. So, hier hinten den Raum können wir ehrlich gesagt auch eben hier die Tür öffnen. So, dann könnten wir hier drüben. Die Untergebenen tragen den Sieg davon.
Ja. Naja, okay, da komme ich aber rein. Kann eigentlich relativ schnell zum Dungeon-Herz vorstoßen, was ja... Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Es ist interessant, dass die sie in Ruhe lassen. Ach, und jetzt brechen sie aus. Ihr habt Anspruch auf eine höchste Mischung. Muss ich das Prinzip jetzt verstehen? Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen. Eure Kreaturen unterliegen. Sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. So, ich habe ein paar Drachen verloren, die ich halt nicht bezahlen konnte, die jetzt halt deswegen sauer sind. Eure Kreaturen werden angegriffen.
können hier quasi ewig verhungern. Da passiert gar nichts. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. So, jetzt sind wir seit knapp einer Stunde 40 dabei. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Fällt. Hey, krass, wie das ruckelt. Es geht so in der Übersicht etwas schneller. Was machen die denn hier? Brauche ich nicht wieder zu beleben. So soll es sein. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Magische Tür oder wieso hält die den Stern? Starke Tür. Thank you.
stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ja, das ist ein bekanntes Problem. Das wird sich auch so schnell fürchte ich nicht ändern. So, jetzt haben wir hier noch eine Blitzfalle, lästigerweise. Jetzt fürchte ich nochmal reinlaufen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Mal ein bisschen entspannen hier. Das sind viele Blitzfallen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Okay, keine so gute Idee. Abscheue Hexen. Furchtbares Viehzeug. Also ganz ehrlich, dass eine Workstation dieser Qualität so dermaßen brutal in die Knie geht. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen das tragen den Sieg davon. Das ist dieser Sturmzauberspruch, der bremst irgendwie den Rechner den unglaublich davon. Aus. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ich schätze mal, es wäre sinnvoller, sich diese Hexen alle einzeln vorzunehmen, aber... Schauen wir mal, da oben kriechen sie noch überall herum. Das Fee wieder. Ach, da wird da noch einer an. Na, dann nutzen wir doch mal die ganzen Skelette, die wir haben. So, schnappe ich mir mal eine Kreatur, die ich gerade eh nicht leiden kann. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, dann kommst du auch mal dran. Deine Sorte erschaffe ich 10 für einen halben Preis. So, hat sich's ja mal ein bisschen... Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Wieder ein bisschen mehr Geld. Die sind ja zum Teil noch auf dem Weg dahin, also von daher, gewisse Restchancen haben wir natürlich noch.
krass, wie unglaublich viele Blitzpfeile da drin sind. Das ist natürlich für die Imps die absolute Todeszone. Ich fürchte, das müssen wir jetzt einfach ein paar Kreaturen opfern. Schärfen diese Gasfallen nach nutzen. Das war's. Genau damit hatte ich irgendwie gerechnet, dass diese blöde Imp da auch noch reinrennt. Normalerweise haben die eigentlich drei Ladungen und dann ist Feierabend. Jetzt. So. Solange ich jetzt noch das Geld habe, schaffe ich mir zwei Imps. Auf dass sie irgendwie ihren Frieden machen mögen. Mal da noch ein bisschen voranschreiten. So, ich brauche mal eben einen mächtigen Drachen. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Falle hat 12 Ladungen, ist dementsprechend wesentlich gefährlicher als alle anderen. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. So, unser Freund hier wird schon langsam etwas schlechter gelaunt. So, bis hierhin ging es allerdings gut. Aber warte mal, das kannst du sogar noch machen. Bis zu einem gewissen Punkt. Und dann müssen wir das Ganze halt wieder von vorne anfangen. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Mist. Ich weiß, ich mag eh keine Teufler haben bei den vielen Skeletten, die ich hier habe. Dann entsorgen wir den Kerl halt. Ja, du bleibst bitte hier. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Von meiner Person. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Können sich ehrlich gesagt noch mal austoben, so eroberungstechnisch. Da liegt auch noch mal ein bisschen Gold rum, das ist nett. Hier liegt noch jede Menge rum.
könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Schwächer hier. Hä? Jetzt habe ich schon wieder einen verloren. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Sehr gut. Wir kriegen sie schon noch alle entschärft. Es sind nur noch die zwei hier übrig. Die ist entschärft. Ich kann es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Na, nee. Ja, super. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Oh Mann. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. So. Hat sich nämlich jetzt ganz schnell ausgekaspert. Allerdings gebe ich gerne zu, dass ich jetzt auch ein Problem habe. So. Und damit wäre es endlich gegessen. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. So, das Level haben wir endlich geschafft. Das ist eine gute Sache. Die Gewinnen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Was leider. Pulvert er jetzt immer noch bitte weg.
Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Sieg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Sehr gut. Eure Unterserver neigen sich dem Ende zu. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht zu. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr habt nicht genügend Gold. So, jetzt ist es ganz wichtig, dass wir hier... beginnen, den Raum zu pflastern. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. So. Jetzt mal kurz gucken, ob wir da mal Level steigern, Rückbau, Kreatur wiederbeleben. Was wir nicht haben, ist ein Kreaturentransfer. Das ist insofern lästig, weil das nächste und übrigens auch letzte Level ist ein Level, bei dem es dann ohne Trainingsraum weitergeht, was eine sehr unangenehme Geschichte ist. Aber nachdem ich sowieso keine Kreaturen transferieren kann, würde ich sagen, lasse ich es jetzt an dieser Stelle. Ihr seht jetzt, da oben sind noch die Specials. Wir haben das Luschenreich erobert. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns dann zur kommenden Episode wieder. Dann hoffentlich auch mit ein bisschen mehr Spaß. Bis dahin macht es gut. Servus und auf Wiederschauen. Schleifenstein. Nichts ist übrig geblieben von dieser Siedlung, wenn man mal von einem hartnäckigen Fleck auf dem Boden absieht. Unsere Trolle sind bereits eifrig dabei, ihn zu entfernen, und dann versprühen wir Säure über die gesamte Gegend.